Und damit willkommen zurück im Reich des Schmocktron. Wir schauen mal direkt, was steht heute an? Bergbau. Bergbau steht heute auf der Agenda. Haha. So, da sind wir auch wieder. Und zuallererst kümmern wir uns wieder ein bisschen um unser Feld. So, wir müssen auch noch gießen. Die schalten wir erstmal aus. Jetzt ist es, bis wir uns mal eine Vogelscheuche leisten können, weil sonst wird das echt schwierig. So, auch wenn heute Bergbau dran ist, gegießt wird jeden Tag. Alleine, weil wir kommen einfach nicht weiter, wenn wir nur einmal die Woche gießen. Das ist halt mit der rostigen Gießkanne so eine Hölle. Da haben wir unseren nächsten Forsttag, also an unserem nächsten Landwirtschaftstag. Müssen wir gucken, dass wir wieder Weizen holen. Fisch holen wir erst, wann denn? Morgen? Übermorgen? Übermorgen. Morgen wird erstmal gekämpft. Das wird genauso unschön. So. Wir haben Post. An Farmer Schmocktron. Ich bin Bernard, Verwalter im Rathaus von Sanhaven. Ich wollte mich mit diesem Einwanderungsgeschenk als Vertreter von Sanhaven an Sie wenden. Ich hoffe, es hilft Ihnen, sich in Ihrem neuen Land einzuleben. Komme ich im Rathaus besuchen, mitten auf dem Marktplatz von Sanhaven. Ich kann dir eine Scheune für den Viehbestand verkaufen. Hausaufrüstungsgenehmigung, um deine alte Farmhütte aufzurüsten. Wenn du deine Gebäude aufrüsten möchtest, holst du dir einfach die nötige Genehmigung, benutzt dann eine Aufrüsttabelle, um die Gebäude aufzurüsten. Brauchst du natürlich, sie haben die nötigen Materialien. Zaun und Lampen. Ja. Seid gegrüßt, Bürger. Um die Sicherheit von Sanhaven weiterhin zu gewährleisten, bietet die große Armeekaserne interessierten Personen kostenlose Kampftrainingsstunden an. Kommt in die Kaserne, um ein kostenloses Training mit Rosa zu absolvieren. Die Bürger können ihre Karte benutzen, um die Kaserne im Nordosten von Sanhaven zu finden. Not that bad. So, die brauchen wir erstmal nicht. Die können wir aber eigentlich mal aufstellen. Eins hier. Und eins hier. So, wir klopfen hier nur ein bisschen frei. Ich würde sagen, wir machen uns dann aber direkt auf in die Mine. Vorher checken wir noch, was für Quests wir heute haben. Von hier mal rein. Nichts. Feuer im Ofen. 5, 8 Holzscheite für Lynn. Okay. Und Anne möchte einen Saphir. Und da haben wir Zeit für. Äpfel nehme ich mal mit, alleine für den Vielfraß. Was? Ah, ein Wasserkristall. Ah, ich dachte, die machen Bergbau. Okay.
Das erste, was wir nämlich brauchen werden, ist ein Ofen und ein Amboss. Einfach für die nötigen Materialien, die wir uns holen. Heute wird es Minentag. In der Mine gibt es viele Arten von Steinen, Erzen und Edelsteinen, die immer wertvoller werden, je tiefer man gräbt. Ein rustiger Schlüssel, der auf dieser Etage versteckt ist, schließt die nächste Etage vorübergehend auf. Ein Schlüssel oder Amboss herrscht, um die nächste Etage dauerhaft zu öffnen. In dieser Etage wird ein Kupferschlüssel benötigt. Ja, dann heißt es heute Digi Digi Hole. I am a Schmock and I digging a hole. Digi Digi Hole. Digi Digi Hole. Oder erstmal der verrostete Schlüssel, um auf die nächste Ebene zu kommen. Sehr schön. Wir machen aber die Ebenen leer. Alleine, weil wir werden die Ressourcen brauchen. Und die Erfahrung. Und diese Dinger sind immer ganz cool. Geld. Ich bin übrigens sehr froh, dass wir hier noch keine Monster begegnen oder dass die Minenebenen einigermaßen groß sind, um zu leveln. Ich will das meiste, was wir hier finden, erstmal Stein sein. Da brauchen wir halt aber auch viel. Da unten haben wir einen Edelstein. Ist schon direkt der Saphir für Anne drin, ne? Sehr schön. Was natürlich jetzt schwierig wird, wird Kohle sein. Kohle ist immer so ein Mangelding. Wir können zwar aus Holz Kohle machen, aber zusätzlichen Stein, Ofengeschwindigkeit 5% ein Saphir fallen zu lassen. Jeden Tag einen Bonus von Gold. Oh ja. Hier haben wir Kupfererz. Kupfererz ist wichtig. Kupfererz werden unsere ersten neuen Ausrüstungen sein. Ihr könnt euch vorstellen, mit einer rostigen Hacke alleine kommt man nicht wirklich tief. Saphire. Da sehe ich noch eine. Oh, Eisenerz. Steine, Steine, Steine. Steine bringen zwar EP, aber nicht so viel. Ich glaube, wir brauchen sie halt einfach für die Ofen, Schmieden und Amboss und so. Außerdem haben wir bei jedem Stein noch Glück und Kohle rauszubekommen. Die großen geben halt immer mehr Steine, dauern natürlich dann auch länger.
Ah, da haben wir Kohl. Also Kohl als Kohl und Kohl übersetzt. Nur noch ein Level abmachen, dann gehe ich in die nächste Ebene. So, verrosteter Schlüssel und ab auf die nächste Ebene. Das macht sich übrigens so, Kupfer, Eisen, Andesit, Mithril und Sunit ist das höchste, was es hier gibt. Funkelsteinchen nehmen wir mal mit. Hier seht ihr übrigens einen schwarzen Stein, die haben eine höhere Chance, Kohle zu droppen. Sehr schön. Edelsteine nehmen wir mit, Edelsteine bringen Geld. Kampftraining, ich glaube, das haben wir gestern schon ganz spontan gemacht. Wir können ja noch auch mal morgen hin. Ah, da haben wir den verrosteten Schlüssel, sehr schön. Geht gleich direkt wieder eine Ebene tiefer. Mal gucken, ob wir hier aber noch ein Level abmachen. Dafür müssen Level 10 sein für die Kupfersachen. Oh, hier unten ist belohnend. 7 EP gibt übrigens der Kupfer. Also, was bringt ein normaler Stein im Gegensatz? 1,5. Ja, da sieht man schon, die EP aus den Edelsteinen, oh, sind einiges belohnender. Hier haben wir jetzt Stufe 5 mit dem Bergbau. Edelsteine oder Geld ist hier nicht mehr. Also wir können weiter mal gucken, wie tief wir heute kommen. Hier immer in diesen Enddingern gibt es einen besonderen Schatz. Also immer nach den 10 normalen Ebenen für die jeweiligen Steine. Gib mich EP.
Oh, hier ist viel. Den unten noch schon, wir haben jetzt 160 Steine und da ist der Schlüssel. Sehr schön, ich will mir aber da oben noch das Koopa natürlich holen. Und den Wasserkristall lassen wir hier nicht liegen. Der Wasserkristall ist einerseits wichtig für Quests, viele wollen den. Und man kann im späteren Verlauf bei Fischernetze damit bauen. Bleib hier. Nehmen wir mit 10 Kupfer und 6 Diamanten. Saphire. Einer geht ja weg. Ich würde sagen, im Vorfeld wir verkaufen die erstmal. Fertigkeitspunkt. Hier weniger Mana verbrauchen. Ach schön, wir haben ja hier noch eine zweite Seite. Da waren wir noch gar nicht. Jetzt noch mal direkt hin. Oh, ich sehe schon, da ist Belohnung. Ich sehe schon Geld, ich sehe Saphir, ich sehe Wasserkristall, ich sehe Kohle. Ja, gib ihm. Mehr Geld am Tag, damit können wir gut einen ausrüsten, oder? Saphire, ich würde sagen, das hier, und da können wir gleich direkt darauf gehen, Felsenbrecher, welcher den Schaden erhöht, den wir austeilen. So, weiter, weiter ins Verderben, gib mir Kohle, sehr schön. Und nächste Ebene, es ist gerade mal 14 Uhr. Also hier, Kupfer, Metall, Adamantit, Mithril und Sonit. So im durchschnittlichen, im ungefähren Sinne. Oh, da war Kupfer jetzt drin, das ist schön. Das gefällt mir. Oh, ein schwarzer Diamant. Gibt ja auch, wie man es zum Beispiel aus das Stardew Valley kennt, ein Museum,
wo es auch einen Edelstein und einen Erze-Wandel gibt. Können wir ja gleich mal gucken. Ich glaube, den schwarzen Diamant und einen Saphir könnten wir da einbringen. Da ist noch Geld, das will ich mitnehmen. Und da oben geht es noch weiter. Oh, das ist gut Kupfer und das gibt ein Level up. Erhöhen wir erstmal den Schaden, den wir machen. Da ist unser verrosteter Schlüssel, sehr schön. Berufszwang ehemaliger König habe ich übrigens gewählt, damit wir da keinen Vorteil haben in irgendeiner Ebene, also in irgendeinem Bereich. Nur weil ich die Krone süß fand. Oh, Lava. Es gibt da später auch Magie-Skills. Einer im Bergbau und der wird so belohnt sein. Oh, da war noch ein Saphir im Stein. Sehr schön. Über sowas freue ich mich persönlich ja immer. So, da war auch unser Schlüssel. Schön, aber wir wollen uns doch hier einmal umgucken. Wie gesagt, kein Loot wird zurückgelassen und da haben wir auch das nächste Level ab. Nehmen wir direkt den Schaden an den Stein. Aber ja, Level 8 ist nicht falsch, ist nicht schlecht. Ja, bitte, ich möchte einen verrosteten Schlüssel verwenden. Dankeschön. Ebene 6. Oh, hier sieht schon wieder anders aus. Solange der Stein mir ergiebig ist. Oh, hier fängt es auch an mit Gegnern. Darum spiele ich Armbrust.
Aber ihr seht, ungewollt kann man alles Mögliche nebenbei leveln. Da haben wir zum Beispiel fast ein Level Kampf gemacht. Da haben wir auch den Schlüssel, sehr schön. Ich weiß, bin ziemlicher 31er, aber egal. Will ich sterben. Fast Level Kampf. Ich glaube, diese Ebene und wenn alles glatt läuft, danach noch eine wenigstens einmal besuchen. Ab morgen müssen wir ab nächstes Mal müssten wir wieder ab Ebene 1 starten, weil wir ja keinen Schlüssel haben. Das ist zu überlegen, ob jetzt erst die Schlüssel. Oh, ein Sunhaven-Buch. Stimmt ja, die Sammelsachen kommen ja auch wieder. Da ist die Frage, ob jetzt erstmal Werkzeuge oder die Schlüssel wichtig wären. Oh, Level Up, ich weiß genau, was er macht. Schaden. Oh. Loot, Loot. Loot tut gut. Oh ja. Ein Rubin. Kohle. Sehr schön. Schätze können überall in der Welt gefunden werden. Ja. Ach, guck mal, da oben ist wieder. Heilfutter. So, wo habe ich jetzt? Hier habe ich ein Level Up. Und dann nehme ich hier den letzten erstmal. So, wir haben 19 Uhr. Ich würde sagen, ich mache noch das Level voll. Und dann bewegen wir uns mal langsam Richtung Stadt, also Farm zurück. Gucken, ob wir Anne noch treffen, dass wir ihr direkt den Saphir geben, um die Quest abzuschließen. Weil die Quest meines Wissens nach Bergbauerfahrung gibt und die dürfen wir ja diesmal annehmen. Die ist da oben in der Kaserne. Das ist Kampftraining. Da! Da hinten ist Annie. Ha, da oben an der Taverne.
Das ist übrigens das Museum, wo wir uns dann nochmal morgen umgucken können. Oder? Ist ja Haus? Ist ja Haus. Ah, schade. Gut, dann müssen wir das auch morgen machen. Bonnie, was geht? Wie gesagt, ich habe noch nicht entschieden, welchen NPC ich hier daten soll. Oder ob ich einfach alle date. So, alle einmal voll mache. So, da würde ich aber sagen, wir verkaufen die. Davon behalten wir uns mal zwei vor. Wir gucken erstmal. Da Brennofen. Okay. 10 Bretter haben wir die. Nein, leider nicht. Aber die kriegen wir ja wohl. Ist ja für den Ofen. Hoffen wir nur, dass die noch frühzeitig fertig werden. Ich befürchte ja nicht. Ha. Bäume wachsen übrigens durchgehend auf der Farm. Bei normalen Bäumen ist das so in der Wildnis. Wenn du die fällst, wachsen sie nach einem Tag nach. Außer du baust den Stumpf ab, dann brauchen sie 2 Tage. Die 8 für Lin. Wenn eh noch so viel Holz brauchen. Okay, dann machen wir noch mal 2 weg, dann holen wir uns noch 2 Holzscheite für Lin. Hier wieder die kleinen Bäume. Je nach Größe bauen sie natürlich weniger ab. Dritter Apfel. Holz ist fertig. Bringt uns jetzt eine Werkbank. Braucht etwa eine halbe Stunde. Die wird heute noch fertig. Dann muss ich noch ein bisschen Holz farmen. Übrigens das glänzende Spinnennetz gesehen, das gibt Seide. Wenn du bis 12 Uhr nicht im Bett bist, wirst du ohnmächtig. Ja, Krankenhausgebühr, das ist nämlich nie cool. Haben wir im Multiplayer mal geschafft, dass wir alle 5, die wir zu dem Zeitpunkt gespielt haben auf der Welt,
alle gleichzeitig in Ohnmacht gefallen sind, weil keiner auf die Uhr geguckt hat. Ja, gib mir die Werkbank. Also, was heißt Werkbank? Den Brennofen. Hier seht ihr jetzt, wir können Kohle, wir können da alles Mögliche machen. Wir brauchen aber erstmal Kupferbarren. Und zwar so viele wie möglich. Das wird dauern. Wir können noch ein bisschen was verkaufen. Das ist Nummer 3 und 3, das ist zwar das gleiche, oder? Ja, auch einmal. So, der Schmied hat jetzt erstmal schön vor sich hin. Und wir bringen weg. Ditte, ditte, ditte. Steuerung gedrückt halten und rechte Maustaste löst das übrigens aus. So. Und damit soll es das wieder gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Und bis zum nächsten Tag. Bei seinen reingerockt.